Leute da draußen, wir sind's. Die chaotische Apokalypsen-WG mit dem Endziel, eine Motorradgang zu werden. Aber Moment. Schauen wir hier noch, dass wir überhaupt mit dem Hintern an die Wand kommen. Und das Dumme ist, ich stehe jetzt hier im Dunkeln, deswegen sehe ich auch nicht, wo die Darkside ist. Hallo. Der Shadow. Hallo. Der Delfino. Hallo. Und der Waldgeist. Auch Wildgeist. Wildgeist, meine ich ja? Wildgeist, Entschuldigung. Wildgeist. Wildgeiz. Und das sind jetzt schon alle, oder? Und der UFO-Mann. Der UFO-Mann, ja, natürlich. Ich dachte, dich habe ich gleich am Anfang gesagt. Ach so. Der UFO-Mann. Hi, Leute. Ja. Hältst du Wache? Gerade so ein bisschen, ja. Weil ich den. Eigentlich nur, weil ich den Weg nach oben nicht mehr gefunden habe. Hier. Herzlich willkommen auch auf meinem Kanal, meine lieben, bevorzugten Zuschauer. Ja. Du kannst jetzt Lampen an die Waffen bauen. Ja. Dafür musst du aber erst die Waffe können. Achso, die Waffe bauen. Ja. Achso, Leute, ihr seht ja vielleicht die Folge auch bei jemand anders von unseren Teilnehmern. Vergesst nicht, UFO-Mann zu abonnieren. Vergesst es nicht. Hm. UFO-Mann. Für die Spenden musste ich noch bedanken. Nein, das war ja nur ein Spaß mit den Spenden. Also ihr braucht bei UFO-Mann nicht spenden. Bei Delfino wissen wir ja nur alle, dass er gerne Spenden entgegennimmt. Aber bei UFO-Mann, da braucht er nicht. Ja, aber ich meine, das letzte Mal hat sich doch rentiert. Ich finde, dein Porsche ist schon schick, UFO. Also. Richtig. Ja, okay. Aber war halt gebraucht. Hat schon so ein paar Kratzer am Lack hinten. Nee, Porsche ist nicht so mein Ding. Ich würde eher sowas wie in so einem Wrangler Jeep oder sowas. Eher sowas in Richtung Offroader. Sportwagen mag ich gar nicht, ist mir zu schmuchtelig. Wirklich? Ja, wenn ich mir vorstelle, so ein Typ mit langen, wallenden Haar in einem roten, offenen Porsche. Das ist mir. Ist doch eher Klatze, das ist mir echt, oder? Das ist mir wirklich zu tuntig, sowas. Tut mir leid. Oh, Wölfe? Ist das ein Hund? Wo? Geht bloß nicht raus. Ich hab grad Chili gegessen. Ich glaube, das war das Geräusch. Ich hab so einen Schreck bekommen, ey. Und da geht die Leiter hoch. Dabei wartet nur die Chili. Chili. Die Chilischote. Nee, oder? Angelockt von Chili, oder? Mein Haus ist so finster. Es ist so dunkel hier. Es ist voll. Wir sollten dann irgendwie Fackeln oder irgendwas aufhängen. Hast du keine Fackeln? Keine Fackeln. Ja, ich meine, irgendwo auch nichts. Haben wir nun schon einen Ofen? Nö. Achso, wir wollten ja weiterziehen, wa? Ja, richtig. Das ist die Übergangslösung. Ja, mit langen, wallenden Haaren. Die Autobahn lang. Oh, hier sind ja schon Supply-Kisten. Cool. Fahren auf der Autobahn. Genau. Ja, ich will Spaß. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Das kenne ich sogar. Ja, das ist ja auch erst 40 Jahre her. Na, richtig, es war vor meiner Zeit und ich kenne es trotzdem. Echt, das war so moderne Musik und jetzt ist es schon so lange her wie. Oh Gott, und der Rock'n'Roll ist schon 100 Jahre her. Nein. Scheiße. Das Lied sagte aus, kostet Benzin auch 3,10 Mark, scheißegal, es wird schon gehen. Und da sind wir ja inzwischen schon. Stimmt, wir sind jetzt alle schon. Wir sind jetzt schon voll die Dandys. Kann einer eine Pistole machen? Nein. Die Kiste ist zu. Nee, ich hab nur irgendeine. Oh, warte, ich glaube, die hab ich gesetzt, die muss ich aufschließen. Warte. Ich höre da ganz komische Geräusche. Rüttelt da einer an der Tür oder was? Nee, ah, da ich will jemand aufmachen, weil es gesperrt ist. Warum hab ich eigentlich keine Lampe? Was gerüttelt. Ist denn hier los? Warum hab ich keine Fackel? Wie macht man denn eine Fackel? Dafür brauchst du Cello oder Kohle. Hast du die Jagdgewehr? Ach so. Ja. Krass. Ich könnte einen Boden brauchen. So, was wollt ich mach dir einen. Aber ich hab nur noch meine Nahkampfwaffe. So, ich hab einen Bogen für Delfino. Komm. Ich hab immer noch eine Motorradlampe dabei. Ich auch. Boah, ist so dunkel hier. Verfluchter Mist. Abgesichtete Schrotflinte habe ich gesehen. Bist du bei mir? Okay. Nee, das ist Wildgeist. Ich bin gerade in der Küche. Ich komm über runter. Über nicht, aber ich hab eine. Ach so, nee, aber ich sehe hier überhaupt nichts. Mit F kannst du die einschalten. Ah, da kommt der. So, F-Licht. Delfino, ein Bogen für dich. Meint ihr die Lampen, die an der Wand hängen? Und Pfeilchen könnte ich brauchen. Jo, die an der Wand hängen kannst du, glaube ich, nicht anmachen. Es müssten noch Pfeile in der Munitionskiste liegen, da habe ich ganz viele reingepackt. Achso, okay. Soll denn die auch schon einer rausgekommen?
Wer macht denn hier was kaputt? Das war ich. Nee, die sind schon raus, es tut mir leid. Aber ich gebe dich. Pass auf, ich splitte. Splitte einfach nochmal. Sag mal, dieses Headlight kann ich nicht ausrüsten. Das sind nur für den Moped, wa? Ja. So, Delfino, ich hab dir da 100 Pfeile in die Kiste. So, wir sollten dann vielleicht mal ein bisschen logisch sortieren, was wir denn alles dann mitnehmen, ne? Ja, deswegen ist die Kiste oben irgendwie blöd, genau wie die Waffenteile oben. Es ist alles ein bisschen... Also, ich würde sagen, dass das braune, also diese Stufe 1 Dinge, die können wir, sofern keiner irgendeine Waffe draus bauen kann, zu Scrap Metal verarbeiten. Ja. Wichtig sind halt Sachen wie Essen, Trinken, Bandagen und so ein Schrott. Ja, Essen und Trinken, wie Heilgedöns, würde ich mitnehmen. Okay. Ich weiß nur nicht, sollen wir das Fleisch schon im Zeug, das sollen wir am besten gleich machen und dann gleich essen, bevor wir überhaupt losgehen, oder? Ja, dass wir halt nur die Dosen und so mitnehmen, ne? Ja, das ist klar. Warte, in welcher Kiste sind die Pfeile? Ich hänge hier meine Fackel her. So. Ufo, Mann, was machst du da? Ich koche mir jetzt was. Was kochst du dir? Ein Aloe Vera Saft. Das geht nicht. Klar. Aber... Geht nicht? Warum geht denn das nicht? Ja, siehst du? Geh weg da! Mann, ich will ein Aloe Vera Saft! Wenn du Yucca Juice haben willst, brauchst du 4 von diesen Pflanzen. Ach, und ein Glas und das machst du in deinem Inventar. Ach, Yucca! Ja, okay, ist ja klar, okay, danke. Im Schränkchen neben der Feuerstelle sind noch Gläser. Ey, hier kommen überhaupt keine Zombies, Mann, ist das langweilig. Ja, werden wir sehen. Ich erinnere an die Stelle mit der Brücke damals vor vielen Tagen. Stimmt. Also, ich find's hier gar nicht übel. Naja, ist schon schick. Auf jeden Fall, also ich packe mir mal einen Beaker und das Schimmelbrot, das nehme ich mal mit. Lecker Schimmelbrot. Wenn wir was können, dann. Also mal Profi, ne? So, ich schau mir mal schnell oben die Waffenteile durch. Schimmelbrot, Schimmelbrot, lecker, lecker Schimmelbrot. Ja, da oben war. So, Munition. Achso, Pfeile, die sind von Delfino, ne? Ja, genau, die waren in der Kiste. Genau, ich nehme den blauen Griff, mit. Blau nehme ich mit, dann die grünen Pistol Parts. Kann einer denn schon eine Pistole, mal so gefragt? Nee. Schade. Wie wird das? Nur Pistol, ja? Ja. Pistol, Sex Pistols. Nee, kann ich noch nicht. Schade. Nö, leider nicht. Warte mal, ich schau mal, ob wir genug Mats für eine Pumpgun haben. Warte mal kurz. Ah, ich hab ja eine Helmlampe. Warum, kann ich bauen. Warum geht meine Helmlampe nicht? Ach, muss ich auf L? Auf F drücken? Ja, F wie Licht. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Sie kommen. Echt? Verhalt dich still und duck dich. Genau. Ich war so jung noch. Warum steht denn da draußen ein Tisch? Den hab ich da hingestellt. Zum Start spielen. Ja, gute Idee. Skat im Mondlicht. Für die Zombies. Mann, zieh doch mal die Hose. Ach, scheiße. Das sind ja Schuhe. Ach Mist, diesen Shotgun, diesen Pump-Shotgun-Part kann man jetzt nicht mehr bauen, ne? Okay. So, Glow. Der blockiert hier den Safe. Ich gucke, ja. Ich gucke, was ich noch davon ein. Also die Schuhe haben sie echt schlecht gemacht, ey. Wieso? Na, die Schuhe sehen irgendwie fast aus wie Hosen und die Hosen sehen aus wie Hosen mit Schuhe. So, das und dadurch halt eben aus Versehen ja, Schuhe gemacht. Halt Schuhe gemacht, obwohl ich eigentlich Hosen machen wollte. Und das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Ich nehme auf jeden Fall die Sniper-Parts mit. Wolltest du nicht das Schimmelbrot mitnehmen? So, ich muss jetzt erstmal was essen. Oh nee, das habe ich gar nicht eingesteckt. Wollte ich, ja. Schimmelbrot ist nicht so, nee. Was sagst du jetzt so einfach? Eine Ente wäre jetzt lecker. Mama. Ja. Wagenkombi-Butter. Und das Hundefutter ist überhaupt ja nicht ergiebig. Du sollst ja nicht das Hundefutter essen. Geh in den Kühlschrank oder ans Feuer, da ist Fleisch drin. Fleisch. Im Feuer, ja. Im Kühlschrank. Esse Fleisch, Junge. Fleisch. Fleisch macht stark. Ist man anständig in Fleisch. Ey, Leute, ihr blockiert den Kühlschrank.
Ja, jetzt. Oh, was sind das denn? Leere Gläser? Nicht I, das ist Hirsch und das ist Hase, beschwerlich. Sieht aber eklig aus wie ein Haufen. Ja, der Hase, ne? Das sieht immer so ein bisschen aus wie Popokack. Ein bisschen ist gut. Original. Original. Hab da ein Foto von an der Wand hängen. Original Kakapopo. Liegt da auf dem Boden. Ha, meine Helmlampe funktioniert. Oh, guck mal, was ich jetzt alle sehe. Das hat Rucksack liegt, der aber. Oh. Ha, eine Keule, cool. Oh, der Kühlschrank ist schon leer. Okay. Wo ist der Grillrost geblieben? Hat den einer eingesammelt? Oh, eine Hektik ist hier. Mann, ist hier eine Hektik. So, jetzt bin ich erstmal satt. Okay. Oh, hast du jetzt das ganze Fleisch gegessen? Ja, natürlich. Scheint so. Ich hab ey, wisst ihr, die für einen Hunger hatte? So ist das in der Gemeinschaft. Das waren sechs Stück Fleisch. Nein, ich habe drei Hasenfleisch nur gehabt. Ich hatte ein Stück Fleisch, hatte ich auch. Nee, ich musste den Kaktus essen, weil die alle Kaktus würde ich ja nie essen, so was. Dann müssten aber noch zwei Stücke Fleisch da sein. Wo sind sie dann bitte? Irgendwer hat die wohl. Ja, eins hatte ich noch. Okay, aha. Dann muss noch eins übrig sein. Ich hab wirklich nur drei. Zordan. Zordan hat heimlich ein Hasenfleisch jetzt. Der wusste auch genau, wie das aussieht. Komischerweise. Ja, weil ich öfter schon mal Hasenfleisch habe. So, ich hab noch gemacht. Eine weitere Pumpgun habe ich jetzt noch herstellen können. Wo ist eine Klo? Hinterm Busch links. Nee, hier ist doch irgendwo ein Klo. Ja, warte. Ach hier, ich hab's gefunden. Gut, ich hab nichts mit, nichts, was ich noch hier lassen könnte. Ich hab's gefunden. Also. Mein Inventar ist so gut wie voll. Hat denn hier ein Katzenfutter noch stehen? Hast du eine Katze? Ja. Zieh ich mich an. Doch, ich hab... Pan of Catfood habe ich, aber ich hätte auch noch sowas zu essen für dich, wenn du willst. Ja, sehr gerne. Wo bist du denn da? Ja, direkt vor dir, der mit dem grünen Getränk. Was möchtest du denn gerne haben? Irgendwas, was Sack macht. Das ist egal. Irgendwas, was Sack macht, sagt er. Hier. Na, was los? Oh ja. Oh, herzlichen Dank. Super. Was fehlt mir jetzt für Arrows? Oh. Ich nehme gerne leere Gläser und Yucca-Pflanzen. Yucca-Pflanzen hatte ich, glaube ich, irgendwo... Ich habe nur zwei Stück. Ja, ich habe noch zwei Yucca-Pflanzen. Ja, damit. Immer her damit. Dann kann ich noch ein bisschen Yucca-Juice machen. So, aber prinzipiell haben wir jetzt schon Tag offiziell, ne? Hier sind noch leere Gläser. Pass auf, hier. Zwei sind die Yucca-Pflanze ist in der Subway-Box. Wer hat denn eigentlich den Stoff mit? Wer hat ich habe schon eingepackt. Ach. Kannst du mir mal 10 Stück rauswerfen, bitte? Willst du denn mit 10 Stück Stoff? 10 Waffenreparaturkits machen. Ah ja. Oh ja. Auch einschreiben in dieses Mittelfeld. Bewerf mich mit Stoff. Aber nur den harten Stoff. Ich hab den Stoff hier in die Ecke geschmissen. Wo bist du? Stell dich da. Danke. Sehr gerne. Brauchst du dann auch Waffenreparaturkit? Oder ist dein Ding heile? Das ist Shadow, was fragt man da nicht? Hier, ich habe noch 10 Eisenstreifen für dich, dann kannst du noch mehr machen. Ich will auch welche. Oder haben wir noch Öl? Ich habe dann nur noch 3. Also quasi. Streifen zum Reparieren. Ja, nimm die Streifen. Genau, nimm du die Streifen, ich habe nämlich selber noch ein paar. Ich habe 4 Waffenreparatursets sowieso schon nämlich gefunden, also das passt. Okay. Kann ich zumindest meinen Knüppelmark reparieren? So. Aber hier schnell den Stopp durch und dann können wir ja quasi. In welche Richtung wollen wir denn überhaupt? Wir kommen aus allen möglichen Richtungen, ne? Bisher. Da wir ja jetzt relativ weit unten im Süden waren, bei der komischen Stadt, wir gehen einfach den Weg, der hier lang führt, weiter nach Norden, oder? Genau. In die Gegend. Ja, da komme ich her, da ist nicht so viel. Oh, ich sehe gerade auf der Karte, da ist ein Friedhof. Was? Ja, Ufo, Mann, was machst du da? Das sind bestimmt keine Ich Schauen. Koche. Nee, was bestimmt nicht. Denn? Muss ich dir das sagen? Ich koche Wasser. Wieso? Für mich zum Trinken. Ich hab doch genug. Sag doch was. Warum blockiert? Wolltest du jetzt gerade was machen am Ofen? Brauch noch einer von euch Halstücher. Ich bin gleich fertig, Moment. So ein schönes Hemd oder sowas. Nee, du musst übrigens nicht drinnen bleiben, bis der fertig ist. So, mein Kochtopf nehme ich aber mit. Ja, Halstuch könnte ich brauchen.
So. Unter dem Fernseher im linken Schrank. Fernseher? Unter dem Fernseher. Nein. Aber nicht so lange Fernsehen gucken. Eine Hose solltest du dir auch anziehen. Dann kleiner Popo wird sonst kalt. Guck doch wieder hier Walking Dead die ganze Zeit. Natürlich. Die neue Staffel. Genau. So. Juhu. Also, wer Essen oder Trinken braucht, zu mir. Ich hab alles eingesteckt, was im Kühlschrank drin war. Sehr gut. Okay. Okay. We're marching on. Nach Norden. Halt, warte, wir sind noch nicht alle. Da fehlt noch wer. Wer ist noch im Haus? Der Fino ist wieder eingefroren. Ich? Eigentlich alle. Du bist da. Der draußen ist. Nein, vier Leute sind draußen. Ihr seid da rausgegangen, oder was? Ja. Achso, durch die Haupttür. Linker Platz ist leer, ich wünsche mir den UFO her. Hier ist er. Der ist hier. Wo ist er denn? Ja, der fliegt gerade nach Hause. Halt, so dann. Ich hab ein Knochenmesser, guck mal. Komm, lass uns das Auto nehmen. Ich bin auch da. Auto wäre cool. Echt, warum die nicht ein Auto machen? Da machen die so eine Poop-Mopeds. Die sehen auch scheiße aus. Du, und wenn ich das Poop-Moped hätte, wäre ich schon ganz glücklich. Ja, wäre witzig, aber warum nicht ein Auto, wo vier Leute mitfahren können? Zu kompliziert. Das kommt vielleicht noch in der Alpha. Zu kompliziert. Oder so. Ja. Aber wenn, dann brauchen wir ein Pickup. Wir sind mehr als vier Leute, wenn uns die Bullen anhalten. Ein Pickup, ja, das wäre cool. VW-Bus. Halt, kommt bestimmt. Warum rennt ihr denn schon wieder so? Aber können. Keine Ahnung, die anderen rennen. Ja, weil wir die nächste Unterkunft brauchen. Bis zur nächsten Nacht. Wer ist schon wieder durch die Kakteen gelaufen? Ja, wirklich. Ja, das war ich. Die Leute lernen uns nie. Blöder leerer Baumstamm, da ist gar nichts drin. Denkt bitte dran, wir brauchen bis zur nächsten Nacht eine Unterkunft, sonst wird das wieder ein Fiasko. Wollen wir uns mal diesen Friedhof angucken gehen? Ja, wo ist denn der? Da sind aber Monster. Wenn wir jetzt hier diesen Weg weitergehen, kommen wir da in die Richtung. Da sind Monster. Ja, eben. Wir brauchen alle Level. Wir müssen bessere Waffen, Sachen bauen können. Beste Sachen babbeln. Da rennen schon wieder alle. Warum rennt ihr denn immer so? Richtig. Genau, hört doch mal auf zu rennen. Jeder wird der Erste beim Loot sein. Ja, Zombies zwischen die Kakteen. Beansprucht. Meinst du? Die das rennen, rennen um uns alle wegzulooten, das ist der Grund. Ja, dann sollen sie weglooten, was sie hier, wollen. Du wolltest doch noch leere Gläser, hier sind auch noch welche in dieser Tasche. Uah. Ja, ich habe aber keine Pflanzen mehr, also ist mir das egal. Oh, guten Tag. Ah, der ist da. Noch mehr. Ah, 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 was gefällt dir wieder? Genau, ich mach das nämlich so, ich loote einfach alles weg. Die können wir leider nicht sehen. Wir können hier, ja, ihr müsst ja nur mir auf den Arsch gucken. Oh, jetzt ist schon wieder alles weg. Das mach ich, das ist okay. Damit kann ich leben. Oh, da unten ist diese, ach nee, das ist ein Blechhaus, cool. Ach, ist der wir können auch die Straße nehmen, das ist leicht. Ich wollte schon sagen, der fällt gar nicht um. Stimmt, da hinten ist auch noch was. Da ist ein Haus. Haus, ne? Ich guck mal kurz hin. Oh, da ist ein Haus. Ein Blechhaus. Ja, so eine Blechhütte. Da ist nochmal eine Blechhütte. Ja. Wie gesagt, kurz gucken. Findest du Metallplatten auf dem Boden, dann haben wir den Joker. Dann haben wir nämlich einen Bunker. Bunker. Wer weiß, wer da noch drin sitzt. Einen Bunker. Genau. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir gehen jetzt zu dem Haus da hinten. Das kommt drauf an. Also ich guck mir mal den Friedhof schnell an. Wenn wir schon mal was ist. Ja, ich seh. Wo denn? Da die Straße weiter lang? Nee, so ein bisschen querfeldein muss ich. Das müssen wir jetzt hier. Wo ist er denn? Muss der Arsch vom Zordern? So ein Bunker würde mich auch mal interessieren. Ich war immer noch nicht in der Höhle. Ach doch, in der Höhle waren wir schon. Ich habe hier eine Iron Helm Schematik. Möchte die irgendjemand haben? Habe ich schon, das sind zwei. Ja, her damit. So, Delfino, pass auf meinen Hintern auf. Jo. So, schon mal ein Ölfässchen. Dreck mich doch. Hab ich doch schon. Ich steh hier hinten. Was machst du? Eher ernüchternd. Können wieder los. Drinne. Oh nein, da ist Essen drin. Ah! Da kommt so. Ich hab noch Richtung Osten. Ein bisschen Platz hab ich noch. Vorsicht, da kommt einer. So. Was? Wo? Wie? Hol dir. Da kommen wir noch da wieder. Da kommt Delfino. Lass die einfach wackeln. So.
Wo war es denn? Hier in der kleinen. Hinter kleinen... dir. Nein, da kannst du aber die Ironhand-Schematik haben. Wo bist du hingelaufen? Hier oben auf dem Berg, hinter dir. Auf dem Berg? Ah, da, seh schon. Ich komme. Oh, wieder was gelernt, gell? So. Sie müssen da lang zu zordern. Bin ich mal gespannt, wie der Friedhof aussieht. Jetzt höre ich ab. Wo sind denn die? Wo seid ihr denn? In der Wüste. So. Jetzt muss ich die wieder tracken. Ja genau, wenn du Sand siehst, dann bist du ganz nah. Die rennen nur weg, die Jungs. Ist ja cool. Ach ja. Wo ist denn das hier? Oh, Fuß, aha, sorry. Aber... hinter dir? Jordan hat auf mich geschossen. Du bist mir in den Pfeil gerannt. Ich weiß. Ja, du kleines, dickes Ding. Krankenschwester? Jawohl, ja. Hast du noch Medikits für den Notfall? Nö, aber Drogen nicht überhaupt. Oh, wo kommst du denn? So, die müssen irgendwo da sein. Ja, die waren vorher da. Ich hab Lampen gesehen. Seid ihr schon beim Friedhof? Ich bin beim Friedhof. Der ist jetzt tot. Der hat mich gekillt. Wie jetzt? Ah, hallo. Nein! Die waren zu dritt um dich rum, da konntest du nicht viel machen. Gekillt? War jemand wieder zu mutig, hä? Nein, sie waren bloß überall. Irgendwo da hinten sind die. So, ja, steht drauf. In die Richtung geradeaus. Ja, ich weiß nicht, für was ist das jetzt hier gut? Ach, eigentlich nur Scheiße. Stilmittel, glaube ich, weil ich hatte auch gehofft, dass man hier vielleicht in eine Gruft rein kann oder so, aber... Nee, dem scheint nicht so zu sein. Dracula. Geschichten aus der Gruft. Stimmt, das war echt lustig, kenn ich noch. Den Crypt-Keeper, den mochte ich. Ja, ich bin ja infiziert, hat irgendwer noch Antibiotikum übrig? Mhm. Sir, ja, Sir. Hier, komm mal her, wo bist du denn? Ich stehe hier. Wer ist denn eigentlich gestorben? Auf dem Fleischhaufen. Ist ja wirklich so ein kleiner Blick. Hast du noch dieses Schema für den Eisenhelm? Oh, hervorragend. Nee, die hat Zordern gelernt. Danke. ich glaube, ich bin gleich wieder tot. Was? Ich mach dir denn einen? Ja, jetzt kriegst du immer die Geschenke. Ne, bist du. Ja. Er war halt da. Ja. Hier liegt ein Rucksack. Ach so, das hier von Dingsbums. Ja. Oh, cool. Ja, da sind ein paar gute Sachen drin. Den solltet ihr vielleicht mitnehmen. Naja, wir warten halt auf dich. Ja, kommst im Friedhof. Dann sind ich bin gleich tot. Naja, dann kommst halt nochmal. Ja, der ist ziemlich weit weg. Das Wunder der Wiedergeburt. Ja, das Problem ist, ich bin in der Scheune gespawnt und drumherum ist eine Rudelhunde. Aber hattest du denn keinen Schlafsack gesetzt? Oder? Ach nee, alle wieder mitgenommen natürlich, ja. Ja, ich hab meinen nicht mitgenommen. Ich hab auch keinen mitgenommen. Ich hab mein Bett auch eingepackt. Also, ja. Ich mach doch nicht die Vernünftigen. Nee, aber seit wann bin ich vernünftig? Ich bitte dich, UFO. Alles klar, ich versuche mich da nicht zu tun. Ich hab hier ein Loch gefunden. Ein Loch? Ja, ein Loch, das ist mal eine Sensation. Ach, da, so eine richtige Höhle. Ja. Cool. Wir können uns natürlich auch in der Höhle verschanzen, ne? Ja, Höhle. Ah ja. Oh. Oh. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo geht's seid richtig schon runter. Okay, jetzt bin ich wieder drin. Ja, Wildgeist macht ja keine Let's Plays, das ist ja nicht so schlimm. Er hat noch nicht die Erfahrung, warum er stirbt. Das ist viel besser. Ich komme zu euch rüber. Wir können uns das ja nicht erlauben zu sterben. Ja, so ein Zufallstod mal, so ein hinterlistigen. Bei uns sind alle Tode und geplant. Alle Inszenierungen. Am Ende kommen wieder Kommentare, wir würdigen den Tod nicht. Ja. Ich würdige den jeden Tag, ich bringe jeden Tag ein Opfer. Oh, dabei ist die Höhle. Jeder Tod von uns doch total durchchoreografiert und so. Na, absolut. Ja, von langer Hand geplant. Vor der Folge würfeln wir so, wer wann stirbt. Ja. Das ist alles geskriptet hier, Leute. Hier ist mein Rucksack. Boah, was ist denn hier kaputt? Das ist alles vom Netzwerk vorgeschrieben. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Halt. Such eine Waffe. So. Ah, das ist das Zeltlager, was ich für geplündert habe. Wollen wir dann runter in diese ominöse Höhle? Ja, Höhle. Finde ich gut. Da ist ein Hunting Knife Book in dem Dings drin. Hä? Hier. Diesmal Hunting Knife. Ich kann mir einen Bogen basteln. Hunting Knife kann ich schon, glaube ich. Mal gucken. Ich hätte lieber den Helm gehabt, aber das hat ja irgendwie nicht geklappt. Das Problem ist nur, ich habe überhaupt kein Licht. Also irgendwer muss dann immer mit mir zusammen da gehen. Ich habe auch kein Licht. Warte, ich habe hier ein cool, kleines Lämpchen. Cool, ich habe mal Hunting Knife Rezept gelernt. Ein kleines Licht.
Seid ihr schon drin? Oder was ist los? Ich folge mal dem Licht hinein in die Höhle. Ich folge mal dem Licht. Ja, ich warte. Warte am Eingang. Ich hab auch Licht. Nein, lass mich nicht alleine. Ich bin doch ein kleiner. Ich hab kein Licht. So, nochmal schnell hier. Ich hab die ganze Zeit die Lampe an, Gidi. So, jetzt komme ich. Die Lampen, Mann. Das ist so hell. Wieso ist das so hell? Genau. Baby, ist das ein Raketenwürmer? Ständige Erleuchtung. Ich schätze mal, wir sollten hier relativ langsam runtergehen, nicht, dass sich irgendjemand das Bein bricht. Hier gibt es gar keine Monster in den Höhlen, ne? Oh doch. Ja, doch. Es können sogar die ganz bösen Zombies hier drin sein. Was? Ja. Bär kann auch sein. Na, es wäre dann tiefer Höhlenbär. Ja. Ja, der kann sich ja reingebuckt haben. Oh, Pilze gibt's hier. Ja, die kannst du aber nur so essen. Magic Mushrooms. Lecker. Ja, Hauptsache was. Glaube ich zumindest. Wo ist zum Essen? Lecker Platzer. So, da ist schon mal Blei. Oh, ich hab keinen Platz mehr im Inventar, ich will die Pilze haben. Ach, das ist bloß so eine. Scheiß Chrysanthema. Da hinten? Hier, ja, ja. Ich stehe total drauf. Bleihaltige Luft? Ernsthaft, ich stand gerade drauf. Ah ja. Oh, guck mal hier. Oh, eine Höhle. Aber nicht, dass der Boden wieder wegbricht, ich halte mal ein bisschen Abstand. Stimmt. Und hier ist Ende, okay. Also hier hätten wir zumindest mal Eisen und Blei und ein paar Ressourcen. Ist das ja gut, aber... Das ist ganz schön lange... Was ist denn das Graue? Das ist hässlich, Blei, was? Oder? Zum Boden das ist das hässlich. Wie sieht denn der Boden aus? Westlich. Ah, ja, das ist nur Reifen weit weg. Wollen wir uns erst ein paar Ressourcen zusammensammeln und vielleicht irgendwas machen? So Spitzhacke, Axt und so ein Zeug? Ja, weil haben wir eine Forge? Nein. Das ist ja das Ding. Wir hätten, glaube ich, genug für eine Forge, oder, Frau Darkseid? Hat irgendjemand Iron Pipes? Ja. Und Holzplanken? Ja. Dann müsste das möglich sein. Und Tierhaut? Aber ist es wirklich sinnvoll, das dann hier zu machen, oder? Naja, hier hätten wir die Ressourcen, dass wir zumindest jedem mal eine Axt und so weiter zusammenhauen. Hachi. Haben wir auch Clay? Will nicht. Clay. Ja, den brauchen wir nämlich auch. Warte, da oben gab's doch Clay, oder nicht? Am Anfang der Höhle? Ich flitze in der kurz. Wüste gibt es keinen Clay. Wir sind aber hier sind wir am Wüste. Übergang von der Wüste in die Steppe. Das ist eventuell sogar möglich. Das hat mal jemand ein paar Steine für mich? So 5 Stück oder so? Kloppt ihr was aus der Wand? Das Ding, nein, ich hab ja nicht zum Klopfen. Achso, sag doch was, Ufo. Ich mach dir eine Axt. Ja, dann mach mir eine Axt, aber ich brauch noch Steine, um die Axt zu reparieren. Geht's denn hier weiter? So, hier werfe ich dir raus. Bist du vor mir? Steine? Ja. Nein. Nein, ich mein Ufo. Ufo, bist du vor mir? Ja. Okay, rausgeworfen. Ach, das ist Zordon. Aha. Mhm. Was ist jetzt Clay hier? Das ist Sand. Das ist alles Sand. Kein Clay. Ich will jetzt den. Ich will den Stein haben. Geht ihr gerade alle wieder raus? Die sind, glaube ich, alle schon wieder auf dem Weg nach außen. Okay, ich geh auch raus. Hier ist nichts. Ich hänge nur. Ich werde hier nicht drin bleiben, wenn ihr alle nicht einer. Hier ist nichts mit Clay. Oh Gott. Die Höhle war auch nicht besonders schön, finde ich. Sag doch was, dann hätte ich dir geholfen. Wir finden eine schönere. Eine schöne UFO-Höhle. Oh, hier ist nicht, dass du direkt hinter mir rauskommst. Schönen guten Tag. Tasche. Wo kann ich denn diesen Stein? Achso. Ein Bogen mit 92, das ist so schön. Ich schieße weg damit. Scheiße. Wo ist der Rest von euch? Willkommen! So. Juhu. Hier musst du ein bisschen hüpfen, bis du draußen bist. Oh, das ist ja. Hallo. Da muss man ein bisschen arbeiten, ja. Worauf ja, wollen wir uns dann auf das Schwein haben wir geschossen. Ich weiß nicht, ob Wildgeist immer noch aufs Schwein schießt, aber ich nicht. Nicht mehr. Wollen wir uns dann irgendwie doch in der Hütte da unten verbarrikadieren? Oder gehen wir jetzt die Straße hier lang weiter, nach Norden noch weiter? Ja, wir hätten ja oder? Noch ein bisschen. Ja, also ich will mal wieder nach Norden. Dann gehen wir jetzt wieder auf die Straße, oder wie? Ja, hätte ich gesagt. Die Richtung hier. Ach schön, man kann ja jetzt auch die Waffen reparieren mit den Stöcken und so. Das ist ja alles total wunderbar. Dann gehen wir jetzt wieder. Ja, um Gottes Willen. Oh, da geht's ja runter. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Ihr da hinten lang zu den Hütten oder was? Zur Straße. Zur Straße und weiter. Lecker Stein. Aua, shit. Schon wieder wie ein Kaktus gelaufen. Ich hab einen Splint, wenn du willst. Ja, ich hab auch welche. Das passt schon. Aber ich bin jetzt erstmal wieder langsam. Oh Gott, das will.
Oh, da ist wer. Da unten sitzt. Ja, der Delfin, jetzt hätte ich dich beinahe erschossen. Also wirklich. Durst habe ich. Delfino müsste irgendwie ein T-Shirt in einer ganz knalligen Farbe anhaben, damit er nicht aus Versehen erschossen wird. Recht attackiert, oder? Nein. Das ist ja nur mal aus Versehen. Das sagen die meisten, das war Versehen. Ja. Das ist halt gern mal aus Versehen. Das ist immer so. Und wenn du wirklich, wenn du ganz auffällig aussehen würdest, dann könnte keiner mehr sagen, er hat dich aus Versehen erschossen. Ja, mit so einer blinkenden Rundumleuchte auf dem Kopf, dass der Zombie gleich sieht. Richtig, dann kann man den Zombie. Genau, eine ganz lange Stange mit einer Feder dran. Auf dem Hut oben drauf. Ja, wo mag dieser kleine... Das ist denn das UFO? Hier hinführen. Ja. Ich habe hier, ach nee, Hunting Knife kannst du schon. Ich habe hier ein Hunting Knife Buch, ja, wer Hunting möchte noch? Kann ich schon. Also ich kann es glaube ich nicht. Oh, hier ist bei mir ein Grafikfehler oder was? Ja. Sieht ja schlimm aus. Oder ist das ein Fluss hier? Wo, was, wie, wann? Bei mir ist hier voll der Grafikbug. Geil. Du versinkst auch gerade im Boden. Nein, nein, nein. Das Lustige ist, an dieser Stelle höre ich einen Fluss. Oh Gott. Jetzt geht's. Das ist ja krass. Ein Fluss. An der Stelle ist das voll verbuggt. So wie sind wir zeitlich? So. 13.14 Uhr. Hat er so, noch nicht richtig Zeit geladen? 18 Minuten 32. Ah, ja, dann haben wir noch schön. Lieber nicht rein. Also bis zum nächsten Haus kommen wir noch. Der muss die oh nein, Gegenwehr. Es leckt. Hilfe. Das ist normal. Ist ja wie bei Minecraft mit Shader. Eier. Oh, hier Eier ist irgendwas in der Nähe, was knurrt. Da drüben kommen wieder ein paar. La 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 la. Trilala, Trilala. Headshots im Laufen. Das ist nur nicht schlecht. Hier ist wieder so ein Kreis auf der Straße. Ah, diese ominösen Straßenkreise. Diese Kreise, da ist was. Habe ich gerade erst gesehen bei Hirnsturz. In diesem Kreis, in der Mitte, ist, glaube ich, was verbuddelt. Also stellen wir uns jetzt alle hin und schlagen auf den Boden. Wirklich? Da ist was verbuddelt? Den Asphalt kriegst du doch nicht kaputt, das kannst du vergessen. Nee, dann war nee. Dann ist das was anderes. Das ist, ich glaube, Steinkreise. Kreise aus... wo Steine liegen. Und da ist in der Mitte ein Stein und unter diesem Stein ist wohl irgendwas, irgendein Item versteckt. Okay, lange genug alle auf hier nicht, ich glaube hier. Keine Ahnung, wie fest also der Asphalt ist. Das ist Kreisen. Genau wie die, der Stahlbeton, der ist genauso stabil. Stahlbetonbauer! Aha, geh mal weiter. Ja. Kostet nur Zeit. Oh Mann, die Axt von Shadow ist sehr hochwertig. Naja, ist halt erst orange, ne? Ja, aber... er kann es halt schon. Kann ich gar nicht. Das sind Bäume. Bäume? Bäume ist Vegetation. Gut. Sag mal, level ich von alleine hoch oder muss ich noch irgendwo irgendwelche Werte zuweisen, Punkte verteilen? Das machst du von alleine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist da los? Bär. Er ist gerade über die Straße gerannt wie ein Blöder. Ja. Hat's mich jetzt gerissen. Wir sind genug Leute, machen wir eine fertig. Ja, stimmt, wir sind genug. Wir müssen uns im Kreis aufstellen und ihm immer die Agro von dem anderen klauen. Dann müsste das gehen. Agro? Selbst wenn er uns ein bisschen jagt, wenn wir da alle mit Pfeilen drauf schießen, dann hält er nicht lange durch. Ja, genau. Doch, ich mach mal den ersten Schuss, ja? Wo ist er denn? Moment, die anderen sind noch gar nicht da. Oh, da hinten ist ein Wasserturm, auf den können wir auch drauf, da kann er uns nicht kriegen. Soll ich jetzt den Bär töten oder nicht? Ja. Wenn alle da sind, kann man los. Hat mal jemand geschossen? Ja, ich habe auf die Straße geschossen. Ja, es schießen schon alle, also von daher. Das juckt ihn bloß nicht. Und es trifft keiner. Ja. Hallo, Bär. Jetzt haben wir. Jetzt kommt er. Aufstehen, nicht im Hocken bleiben, weglaufen. Bärchen. So kann man den Bär natürlich auch töten. Gute Nacht. Bärchen. Die Haut ist mir, die Haut ist mir. So, hat einer genug Platz für das Fleisch? Ja, ich weiß nicht, das Fleisch sollen wir eventuell nicht mitnehmen. So, wir sind noch an der Kreuzung. Nehmen wir es mit. Jetzt zur Not machen wir hier einen schnellen Steinkreis und den Grill auf und das... Ich hab das mitgenommen, hier ist noch Tierfett. Na gut, der Rest ist ja egal. Ja, nee, das brauchen wir. Das rieche ich halt ein bisschen, mein Gott. Das überdeckt den Körpergeruch. Ich finde das total lecker. Darkseid, Darkseid, Darkseid? Hä? Wo bist du denn? Hier vorne. Auf warte mal, Straße, ich... Da ist ein Haus links von uns. Ich trinke schnell was, dann liegt hier gleich ein leeres Glas. Da ist eine Blechhütte. Blechhütte! Nee, egal, ich will aus der Wüste raus. Ja, ich will auch aus der Wüste raus. Die sind alle schon rennen, weißt du? Zack, 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 drei Leute weg. Ja, aber Bunker. Wenn wir zu jedem Haus rennen, Bunker wäre geil. Ach, die Hütte kriegen sie auch schnell kaputt. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Ich will aus der Wüste raus. Ja, aber da drunter, die Bunker sind richtig aus Stahlbeton und dann kannst du
Nee, kannst du dann durchhalten. Der Wüste. Aua. Kaktusse. Nein. Okay. Keiner drin. Gut, dann können wir wieder gehen. Dann können wir wieder gehen. Okay, lauft. Es sei denn, wir wollen das wieder zurück für Straße. Ich hab schon eins. Mal erleben. Ich nehme das mit. Ja, wir müssen ja eh erst lernen, das zu Gascans umzuwandeln. Vorher ach, das geht auch nicht mehr automatisch. Nein. Vorsicht, das wäre ein Zombie. Aua. Da war gerade ein Zombie. Sehr schön. Na gut. Seid ihr alle wieder auf der Straße? Hier sind leere Gläser. Ja. Ja, ich kann welche aufnehmen. Gut. In dem Müllbeutel da hinten. Ich hab's ein Essen hier. So, wir kommen zurück. Ja, dann auf geht's. Oh, hier ist noch Öl. Will noch einer Waffenreparatur-Set basteln oder so? Ich habe leider keinen Platz mehr, weil sonst hätte ich es mitgenommen. Egal. Wir kommen. Mann, die Pilze machen ja richtig. Ehrlich? Machen die satt? Na ja, richtig. Ich brauche einen Stein, einen Stein, einen Stein, einen Stein. Oh, der arme Himmel. Das ist wieder eine Blechhütte. Da ballert er schon wieder. Naja, auf die Entfernung vertraue ich lieber auf Waffen mit Geschwindigkeit. Die dann wieder jeden andocken. Das ist doch egal, wir sind ja eh gleich wieder weiter weg. Aua. Wer lootet jetzt den Hirsch? Wer hat noch Platz für Hirschfleisch? Das Fleisch nicht, nur für die Haut. So, Platz habe ich noch. Ja, ich muss mich noch. Da ist wieder was. Dann heb mal das Fleisch auf. Und ist da jetzt was drunter? Sie bluten, sie looten. So. Nein. Nicht. Oh, nein. Dann weiter. Straße. Genau, weiter. Hauptstraße folgen, ja? Ja. Einfach auf der Straße. Der Hauptstraße für 600 Kilometer folgen. Laufen. Hat du was zum Essen für mich? Oh, zwei ja, Eier klar, im Kühlschrank. Die wollen mich wohl verarschen. Oh, nur Müll, nur Müll. Wozu sind denn eigentlich diese gelben Dinger, diese runden, die aussehen wie Geldstücken? Ja. Ja, die kannst du dann nur Scrap draus machen. Ach so. Aber wer weiß, vielleicht kann man irgendwann Spielautomaten bedienen. Das ja, toll. Spielautomaten. Bisschen. Dann gewinnst du noch mehr von den gelben Dingen. Ja, genau. Juhu, ich bin reich. Scheiße, ich kann mir davon nichts kaufen. Irgendwann hast du 10.000. Und dann kannst du Scrap draus machen. Aber das wäre doch lustig, wenn es dann irgendwelche Automaten gibt, wo du Waffen ziehen kannst oder so. Ja. Hey, in der Stadt so. Ja, auf dem Casino. Diese typischen Essensautomaten, da mit Snacks und so. Ja. Ja, cool. Level 7. Aber leider haben die Entwickler ja nicht so viele Ideen wie wir. Ja. Aber es kommt noch, ist erst Alpha. Zum Beispiel Flugzeuge, wo 100 Mann mit. Ja, genau, das 747. Ein anderes Biom fliegen. Ja, Flugzeug, ja. Was dann irgendwo abstürzt in der Wüste. 20 mm Kanonen. 40 mm Granatwerfer. Ja. Oh, scheiße, mm Leute. Was? Es ist der sechste Tag. Heute kommt die Hundehorde. Naja. Echt? Sondern wie ist dein Munitionsvorrat? Habt ihr die nicht abgestellt? Die kannst du nicht abstellen. 71 normale Pfeile, 42 Steilpfeile. Stellt doch mal die Hundehorde. 16 Schuss. 32 Schuss, 9 mm. So. Wann kommt die Hundehorde? Am sechsten Tag. Ja, schauen wir mal. Nur am sechsten Tag. Also am sechsten Tag oder an der sechsten Nacht? Je nachdem. Aua. Nö. Hat einer noch 7,62er Munition? Ich hab bloß 10 mm Munze! Da ist noch ein Haus. Dicky, wie ist Janni, wo er zuerst hinrennen soll? Hat irgendjemand gerade was vom Haus gesagt? Da ist noch ein Wasser drin, im Fetten. Da, das ist so diese, unsere klassische Hütte, steht da. Aber ich will aus der Wüste raus. Basta. Ja, wir haben noch... Nicht mehr allzu lang. 5 Stunden bis sie laufen, oder? Oh, oh. Oh, wir sind schon bei 40 Minuten. Oh je, dann würde ich sagen, die Folge ist auch aus. Richtig. Das da unten ist aber ein Forge-Haus, Leute. Egal, wir können ja die Forge machen.
Ja, aber wir müssen sie nicht machen, da ist ein Haus. Genau, wenn dann die Forge ist, kann man. Ja, aber ja eine reicht nicht. Besprechen wir das in der nächsten Folge. Genau. Ja, 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 ja. Tschüss. Tschüss.